Die Zerstörung geht weiter und somit begrüße ich euch zur 5. Folge von Zerstörte Minuten, das Format, das aus Müll noch mehr Müll macht. Ja, diesmal kein Special, ne, würde ich mal sagen. Heute wieder mit der wunderbaren Kimbo. Lasst auf jeden Fall für diese wunderbare Person, und ich muss euch ganz ehrlich zugeben, ihr kennt das Gesicht nicht, aber sie ist wunderhübsch und ich bin auch wirklich verliebt, ja. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch mehr von dieser wunderbaren Frau sehen, und wenn ihr Glück habt, ja, dann wird es bald Katja Krasavitsch-Content geben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz gerne via Patreon tun oder uns ein Objekt zuschicken, was wir für die Formate nutzen. Egal, ob das jetzt ein kaputtes Gerät ist oder ein funktionierendes Gerät. Ich werde dann schauen, ob wir das dann für dieses Format nehmen oder für das Härtetest-Format. Meldet euch ganz einfach in den Kommentaren bei mir oder via Mail und dann regeln wir das Ganze. Heute wird ein 7-Port-USB-Hub zerstört. Sowas ähnliches hatten wir schon einmal mit Laura. Guckt euch das Ganze mal an, bevor ihr hier einen Tipp abgibt. Ja, das geht manchmal anders aus, als man es erwartet. Link zum Produkt und zu Kimbos wunderbaren Air Max 90 findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Und Leute, ihr müsst jetzt wieder mitraten. Wie lange benötigt Kimbo, um diesen riesigen Klotz zu zerstören? Schreibt auf jeden Fall eure Zeit in den Kommentaren. Das ist sowas wie 1 Minute und 30 Sekunden. Seid ihr bereit? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Zerstörte Minuten, die Show, die aus Müll noch mehr Müll macht. Heute haben wir uns wieder hier mit Kimberly getroffen, die ist extra nächsten Tag wiedergekommen, nachdem wir gestern das Smartphone kaputt gemacht haben, was ich euch unten verlinkt habe. Nee, ich habe extra wieder die gleichen Socken angezogen. Jupp, nein, ich schlief die untere Brücke und zieht sie generell nicht um. Aber wir haben hier einen USB-Hub, ihr müsst wieder mitraten, wie lange sie braucht, um das Ding kaputt zu bekommen, mit einer Zeitangabe. Wenn ich gesagt habe, los geht's, dann geht's los mit der Zeit. Die blende ich euch hier unten irgendwo ein, da, wo mein dicker Finger ist. Gerade eben hast du den auch schon nicht gesehen. Den Finger? Mach und ich gehe mal aus dem Bild raus, weil ich gleichzeitig bei ihr ins Gesicht gucke, während ich rede. Sonst fühle ich mich immer verunsichert. Ne? Und das ist ein 7-Hub-USB-Teil. Das Ding ist für den Arsch. Den solltet ihr euch nicht holen, auch nicht, wenn das Ding heile ist. Das ist mir durchgebrannt. Ja, und ich nutze ihn jetzt dafür. Ich würde mal sagen, los geht's! Ja, Leute, das ging auf jeden Fall schneller als erwartet. Ich bin mal gespannt, ob ihr alle richtig geraten habt. Link zum Produkt und zu Kimbos Air Max 90, die findet ihr auf jeden Fall einmal kurz in der Beschreibung. Einfach anklicken und schauen, was wir da gekauft bzw. was wir da bekommen haben und was die gute Kimbo denn da so trägt. Lasst auf jeden Fall für diese schnelle Zerstörung einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von der wunderhübschen Kimbo Krasavitsch sehen möchtet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Bis dann.